Stillstand gibt es in ihrem Leben nicht, denn Bewegung ist ihr Leben. Wie man als Oberösterreicherin flotten Schrittes mit Dancing Stars und Opernball das Wiener Parkett erobert, wie man oder was man tut, wenn man einen unmusikalischen Tanzpartner hat und selber musikalisch ist und Taktgefühl, oder was wir bezüglich Führung vom Tanz im Management lernen können. Dazu werden wir heute gleich mit unserem Talkgast sprechen. Ganz herzlich willkommen, liebe Maria Sandner. Hallo, ich freue mich. Liebe Maria, wenn ich dich kurz vorstellen darf, du hast dein erstes Turnier bereits mit 9 Jahren getanzt. 2009 bist du eine österreichische Staatsmeisterin in den Standardtänzen geworden. 2009 auch wieder Walzer-Weltmeisterin. Also wir haben hier auch eine Weltmeisterin. 2011 hast du dann ins Profilager gewechselt und 2015 gemeinsam mit deinem Bruder Christoph die Tanzschule Sandner in Wales gegründet. Ja, und dann war 2017 plötzlich Dancing Star mit Martin Verdini und 2019 und 2020 die Choreografie, die Eröffnungschoreografie beim Opernball. Das ist so im Kurzen, du ergänzt gerne, welche Stationen sind, die ganz wichtig sind auch in deinem Leben. Ja, im wahrsten Sinn des Wortes hast du da viel auf die Beine gestellt, liebe Maria. Wann immer ich mich mit dir unterhalte, ich finde, du hast so starke Nerven und so viel Energie. Wie hast du das eigentlich auf die Beine gestellt? Also ich Oder glaube, woraus schöpfst du die Kraft? Ist ja auch interessant. trotz, wenn man eben von Kind auf schon Sport ausübt, ist das was man einfach bald lernen muss, dass man an Sachen dranbleibt, dass man für Sachen Energie aufbringen muss, eine gewisse Leidenschaft dafür haben muss. Und das ist so auch so ein Faden, der sich eigentlich durch mein Leben durchzieht. Also alles, was ich mache, versuche ich immer mit sehr viel Leidenschaft zu machen, mit sehr viel Einsatz. Und das ist jetzt egal, ob man sagt, in sportlicher Sicht, damals eben beim Turniertanzen, ob man sagt, bei Dancing Stars, beim Opernball, in der Firma, die mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin gemeinsam eben für, egal in was für ein Bereich, finde ich immer, es gibt nur 100%. Aber woraus schöpfst denn du deine Kraft, Maria? Also ich finde, ich habe grundsätzlich einfach eine irrsinnig positive Lebenseinstellung und auch eben immer das Private, was bei mir immer sehr harmonisch sein muss. Ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben dann beruflich vollen Einsatz leisten kann. Also bei mir ist eigentlich schon sehr viel Kraft, die was ich schöpfe, die Familie. Einfach da auch die sichere Basis und das sichere Nest, wo man immer sozusagen wieder zurück kann. Und einfach auch grundsätzlich die Freude und den Spaß an dem, was man macht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Antrieb. Das, was du magst, ist tanzen und andere Menschen für den Tanz begeistern. Wie darf man sich das jetzt heute vorstellen? Also früher war das so, dass man Jugendliche in die Tanzschule geschickt hat, um dort auch Etikett zu lernen. Wie ist das heute, Maria? Ist das noch so? Natürlich, also gerade in Oberösterreich haben wir ja immer noch ein ganz ein gut funktionierendes Debütantensystem. Wir haben immer wunderschöne Debütantenbälle, wo ganz viele Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 debütieren, was ja ich persönlich finde, das eine wunderschöne Tradition ist. Gibt es ja auch nicht in allen Bundesländern, ist ja auch ganz spannend. Und natürlich ist eine Tanzschule heutzutage weit mehr als das. Also ich sage immer, Tanzschule ist heutzutage einfach Freizeit für die Menschen, Freizeit, die man als Paar gemeinsam verbringen kann. Egal, ob man sagt, man macht das mit seinem Partner gemeinsam, man will einen netten Abend haben zu zweit, oder ob man sagt, eben mit ganz vielen Einzelsparten, wie bei uns La Blase, Le Move, dass man sagt, man hat nicht den perfekten Tanzpartner, aber trotzdem gibt es heutzutage schon irrsinnig viel Möglichkeit, dass man sie selbst bewegt, dass man selbst Freude an der Bewegung hat und man selbst einen Tanzkurs besuchen kann. Und ich glaube, das ist einfach das auch, wo sie die Dumpjin, die modernen Dumpjin auch hinentwickeln, dass man sagt, es geht viel mehr weg von dem ein bisschen Steifen von früher, viel mehr in das rein, dass man sagt, das ist Freizeitgestaltung, man will einen Spaß haben dabei, es soll die Auszeit vom Alltag sein. Das, glaube ich, sind so die wichtigsten Punkte. In der Frauenfachakademie sind wir ja bestrebt, dass wir Frauen in die Führung bringen. Ja, also natürlich beim Tanz ganz anders, da führt nach wie vor der Mann. Was können wir denn vom Tanz fürs Management, also für die Führung im Management lernen? Wie siehst du das? Also es ist wirklich spannend, dass das ganz oft ein Thema ist, dass man sagt, beim Tanzen, da führt noch der Mann, ja, und das oft so fast so ein bisschen so unter Fragezeichen gestellt wird, ob das überhaupt noch gut ist oder nicht, ja.
ich finde, beim Tanzen ist es eigentlich was ganz was Schönes, dass man sagt, das ist nur auch so ein Bereich, wo wirklich sozusagen der Herr führen darf und die Dame einfach sich ein bisschen trotzdem auch entspannen kann und sagen kann, ich werde geführt, und man das eigentlich als Frau auch irrsinnig positiv sehen kann. Mhm. Also ich finde, es wird oft fast schon negativ gesehen heutzutage, der Herr führt, aber es ist trotzdem auch was, wo ich sage, Tanzen ist bis zu einem gewissen Grad wie Autofahren. Also es kann wirklich nur einer am Lenkrad sitzen, mhm, und das ist einfach beim Tanzen der Herr. Was aber nicht heißt, dass wir Frauen deswegen weniger zu tun haben, weniger Aufgaben haben, sich führen lassen und das Führen sozusagen im eigenen Körper vertanzen, ist nämlich mindestens so anspruchsvoll und mindestens so intensiv wie die Führung an sich. Mhm. Ich glaube, das ist aber, wenn man sagt, was kann man da vielleicht auf ein Management rumlegen, ist ja wirklich was, dass man sagt, es gibt oft in der Firma einfach trotzdem Positionen, wo man sagt, die gehen mehr oder weniger so ein bisschen die Führung an. Aber auch ganz wichtig ist im Hintergrund eigentlich das Netzwerk, das sich nachher der Führung sozusagen anpasst und wo man sagt, das ist trotzdem ein großes Miteinander. Mhm. Aber eine Frage war nämlich auch, was macht man, wie bringt man einen Top-Manager dazu, sich führen zu lassen, wenn er schlecht tanzt? Also jetzt immer übertragen, wenn er als Führungskraft schlecht tanzt. Also du meinst jetzt, wenn eine Frau zum Beispiel eine Top-Managerin ist und sie aber in den Tanzkurs kommt mit einem Mann? Nein, prinzipiell war es als, so gemeint, wie bringe ich einen Top-Manager dazu, dass er sich gut führen lässt? Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja, also gerade beim Tanzen ist einfach wirklich so, was auch ganz spannend ist, oft, egal wer bei uns in Tanzkurs kommt, wir haben wirklich, sage ich mal, eine breite Masse an Personen. Gerade wenn man merkt, dass eben da Führungskräfte dabei sind, dass da Leute dabei sind in Positionen, wo es wichtig ist, dass man einen Ton angibt, dass man sozusagen zur eigenen Meinung steht, ist es dann ganz oft spannend, dass eben beim Tanzen auch natürlich die Rollen wieder extrem rauskommen. Mhm. Und gerade für Frauen merke ich, die was auch in beruflicher Hinsicht gewohnt sind, dass sie einfach den Ton angeben, mhm, ist es dann wirklich oft auch schwer, dass man sagt, man lässt sich beim Tanzen da so ein bisschen zurück und lässt sich führen. Ja. Tanzen hat ja ganz viel mit Haltung zu tun. Ne? Also erst einmal die innere Haltung, aber dann eben auch so ja, das im Äußeren. Und da ist eben jetzt die Frage, was macht man denn? Also diese Frage stelle ich jetzt für eine ganz, ganz liebe Frau. Was macht man, wenn man gerne tanzt und ein gutes Rhythmusgefühl hat und der Partner oder Ehemann oder was immer total unmusikalisch ist? Was ist da jetzt dein Tipp? Das ist natürlich eine gefährliche Frage. Also ich sage immer, grundsätzlich tanzen kann jeder lernen. Ja, also Tanzen ist was wie ein Musikinstrument, wie eine Sprache. Tanzen kann wirklich jeder lernen. Natürlich ist es so, dass manche andere Grundvoraussetzungen haben und vielleicht einen musikalischen Hintergrund mitbringen, wo man sagt, man hat von Kind auf Klavier gespielt oder Gitarre oder was auch immer oder hat immer in einem Chor gesungen und hört den Rhythmus irrsinnig gut. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass die Voraussetzung anders ist. Ja? Und natürlich auch da immer mein Tipp als Tanzlehrerin, gerade wenn man als Frau einfach den Rhythmus eindeutig hört und besser hört, dann ist es ganz, ganz eine super Sache, auch wenn man sagt, im Paar, die Dame zählt ein, die Dame gibt sozusagen den ersten Schlag vor, und eins ist klar, jeder Herr, ja, der was einen Tanzkurs besucht und in dem Fall dann Unterstützung von seiner Partnerin, von seiner Frau bekommt, sagt ganz sicher nicht nein. Also das ist was wir merken, dass auch gerade Männer im Tanzkurs auch sehr froh sind, wenn die Frauen sozusagen aktiv mitwirken, sie unterstützen und auch gern da mal sozusagen den Takt angeben oder einzählen und das auch sehr harmonisch sein kann. Also das zeigt wieder, es geht wirklich nur im harmonischen Miteinander. Natürlich, absolut. Das ist ja wirklich was beim Tanzen ganz wichtig ist. Ja. Wenn man als Paar einfach auch harmonisch ist und eine gute Struktur hat, dann funktioniert das auch irrsinnig gut in einem Tanzkurs. Das auch, ich sage immer, Tanzkurs gerade mit einem Partner ist auch so in einer gewissen Art und Weise ein bisschen ein Spiegel, wie eine Beziehung funktioniert. Wer wem den Freiraum lässt. Oder wer genau, ja, ist oft ganz spannend, da ist Tanzlehrerin zu beobachten. Wie ist denn das bei dir und bei Marco, bei deinem Partner? Wer führt da? Also das ist natürlich jetzt eine Ausnahme, sage ich mir im Tanzkurs, es gibt nur eine Frau im Raum, die was führen darf, und das ist die Tanzlehrerin. Weil es natürlich bei mir so ist, in einem Tanzkurs, wenn ich einen Assistenten vor mir stehen habe,
dann ist natürlich so, wenn ich durch den Kurs leite, dann muss ich natürlich auch meine Assistenten führen. Ja, das ist ganz klar. Und natürlich muss man sagen, bei Marco und bei mir ist es jetzt ein bisschen speziell, nachdem wir uns ja bei Dancing Stars kennengelernt haben und da auch natürlich der Fall ist, dass ihr als Profi den Promi übers Parkett führt. Es geht gar nicht anders. Gerade auch wenn man die Profi-Tänzerin ist und einen männlichen Promi hat, muss man natürlich da als Frau bis zu einem gewissen Grad die Führung übernehmen, sonst wird das in der kurzen Zeit gar nicht funktionieren. Und so ist es so, dass gerade beim Tanzen der Marco eigentlich gewohnt ist, dass eher ich führe, aber natürlich im Privaten, der Marco macht ja mein ganzes Management, ist es so, dass wir da komplett gleichwertig sind und uns gegenseitig es nicht gern führen lassen. Also auch ein gutes Miteinander. Ja. Ja, Maria, du bist, weil du gerade von Dancing Stars erzählt hast, 2017 bist du mit Martin Ferdini Dancing Star geworden. Gib uns doch da einen Blick hinter die Kulissen. Wie darf man sich das vorstellen? Wie viel wird da wirklich geprobt? Wie viel Aufwand ist das? Und was läuft da so ab? Ja, also Dancing Stars ist für mich natürlich eine ganz eine besondere Sendung allgemein. Also es ist ja gestern bekannt worden, dass ich in der neuen Staffel einen fixen Platz in der Jury bekomme. Super! was mich natürlich persönlich sehr freut. Ja. Und bei Dancing Stars habe ich Marco kennengelernt. Wir haben mittlerweile eine gemeinsame Tochter. Also da war Dancing Stars auch für mich gerade in meinem Leben sehr entscheidend und auch was, wo ich sage, hat der ORF perfekt gemacht, die perfekten zwei, also Profi und Promis zusammengestellt und sozusagen verkuppelt. Und auch als Sportler, gerade in Hinsicht auf eine Firmengründung, ist Dancing Stars was, wo man sagt, als Tänzer hat man da so einen Stempel drauf, das ist so eine Marke nach außen, wo man auch wirklich sagen kann, das ist auch für einen als Tänzer was ganz was Besonderes. Unser kurzer Einblick hinter die Kulissen, also die meisten Promis unterschätzen Dancing Stars. Also die meisten glauben, man geht dorthin und tanzt ein bisschen. Ja. Aber es wird natürlich weit, weit, weit intensiver trainiert, wie was man annimmt. Also am Anfang startet man mit so 2-3 Stunden am Tag. Bis zum Finale, je nachdem natürlich, wie lange man als Paar dabei ist, bis zum Finale trainiert man zwischen 8 und 12 Stunden am Tag. Also gerade die letzten 3 Jahre war ich ja 3 hintereinander im Finale, war jedes Mal eine extrem intensive Zeit. Und zum Schluss ist es eigentlich so, dass man um 8 in der Früh zum ORF-Zentrum fährt und um 22 Uhr fährt man ins Hotel. Also ist es so, dass die Promis da körperlich und auch mental wirklich an gewisse Grenzen kommen. Man hat fast dazwischen immer einmal einen gewissen Hänger, wo irgendwas ist. Also egal, ob beim Georgi damals der Probleme in der Schulter kriegt, der Martin hat Probleme gekriegt mit dem Fuß und mit den Bändern. Bei Marco damals war auch immer sein Knie, das ist so ein Handicap, was mittlerweile eh operiert worden ist. Nicht wegen Dancing Stars, sondern schon von früheren Zeiten. Ich sage, das ist einfach schon so ein gewisser Grenzgang, denn was ganz viele prominente Damen und Herren unterschätzen. Aber das ist auch das Erfolgsgeheimnis am Dancing Stars, weil sie eben so unterschätzt wird. Jetzt ist es dann eigentlich so eine emotionale Sache und so eine emotionale Zeit. Und gerade die Promis und also Damen und Herren merken einfach nach der ersten Sendung, wow, da schauen wirklich fast jede Sendung 1 Million Österreicherinnen und Österreicher zu. Mhm. Die Leute werden auf der Straße angesprochen und die kriegen auf einmal so einen Ehrgeiz selber, dass es dann mit unserem sportlichen Hintergrund natürlich wie eine Bombe ist, die explodiert. Und deswegen glaube ich auch, die Sendung einfach so erfolgreich ist, wie sie eben ist. Gibt es da auch einen Metalltrainer? Weil ich denke mal, es wird nicht jeder die Eigenschaft mitbringen, dass er sagt, okay, und ich beiß mich da jetzt durch. Also ich sage, da müssen eigentlich wir Profis relativ überall herhalten. Also egal, ob für die Tanzschritte, ob für das mentale Training, ob für auch wirklich oft Sachen, wo der Promi sagt, jetzt bin ich an meiner persönlichen Grenze, ich kann da nicht drüber und man dann auch trotzdem wieder so einen gewissen Schubs geben muss und wieder schauen muss, dass man wieder in die richtigen Bahnen kommt, dass am Freitag wieder der Promi motiviert rausgeht auf die Fläche. Mhm. Da kriegen wir vom ORF irrsinnig viel Freiraum und es wird auch viel von uns verlangt, also eben von den Profitänzern, weil du eigentlich komplett für das verantwortlich bist, wie du deinen Promi am Freitag präsentierst. Also du bist für alles verantwortlich, außer natürlich Kostüm und die Presse nach außen liegt komplett auf der Seite vom ORF. Aber trotzdem für das Tänzerische, für die ganze Entwicklung bist du eigentlich als Profi komplett verantwortlich und hast du dein Promi sozusagen komplett freie Hand und kannst ihn da in jede Richtung lenken. Jetzt ist es für dich als Tänzerin ja ganz normal, Tanzfolgen zu lernen. Wie merkt sich ein Mensch, ganz normaler Mensch, solche
Tanzfolgen, die da 3 oder 4 Minuten gingen. Mhm. Ja, also ich sage, reine Wiederholungssache. Also Tanzen, gerade Schritte lernen, vergleiche ich wirklich oft auch gern mit der Musik und Instrument lernen. Übung macht den Meister. Und das ist ein Sprüchel von früher, aber das stimmt einfach. Weil je öfter man was wiederholt, je öfter man eine Sache macht, umso besser wird man drinnen. Und das ist beim Tanzen genauso wie überall anders im Leben. Obwohl ich natürlich dazu sagen muss, gerade bei Dancing Stars ist es schon so, dass auch jeder Promi andere Voraussetzungen mitnimmt. Ja? Also bei mir, wenn man sagt, ich habe getanzt von Pico Botto Bamungo über eben Martin Verdini, mit dem was ich gesungen habe, da ist eben die Bandbreite, wie viel Talent wer mitbringt, geht was sehr weit auseinander. Mhm. Auch natürlich, wie es zum Beispiel bei Marco war, durch das Medizinstudium, hat der zum Beispiel das Auswendiglernen einfach gelernt und hat das perfekt können. Der hat natürlich die Schritte oder Martin Verdini 3-mal so schnell können wie manche andere Partner. Ich sage, da ist schon einfach auch von Person zu Person großer Unterschied. Mhm. Aber gerade das ist der Reiz, finde ich persönlich an Dancing Stars, dass auch wenn man vielleicht einen Prominenten hat, der was mit den Schritten schwer tut, der es mit der Haltung schwer tut, dass man trotzdem schaut, was macht denn aus, was ist der Charakter, was ist der Wesenszug, den man präsentieren kann, den man sozusagen nach außen her zeigen kann, wo man einfach Sympathiepunkte gewinnt. Das heißt, du legst auch fest, dann komplett die Choreografie, die dann wirklich auch rausgeht. Da gibt es keine Vorgaben für dich, sondern das machst du. Da gibt es überhaupt keine Vorgaben von der Seite von Duett. Das Einzige, was man bekommt, ist die Musik. Mhm. Dass die Musik ist Vorgabe und auf diese Musik drauf kann man dann eigentlich als Profitänzer komplett frei die Choreografie gestalten, was man eben selbst im Gespür hat, was der Promi in einer Woche bis zum Freitag erlernt. Wie weit gibt es da eigentlich Konkurrenz zwischen den Profis dann, die da anleiten? Also ich sage gerade, die Profitänzer bei Dancing Stars kennen sie natürlich alle untereinander. Man hat auch schon meistens eine Vergangenheit gemeinsam gehabt beim Turniertanzen, beim Sportlichen. Und ich sage, das ist trotzdem was, wo einfach das Gemeinsame, das Miteinander, der familiäre Charakter, der steht gerade bei Dancing Stars, es ist wie eine große Familie, auch das ganze Team dahinter. Das steht da immer im Fokus und im Vordergrund. Also bis zu einem gewissen Grad, natürlich kann man Sportler nicht aus dem ehrgeizigen Antrieb aussagen, was auch gut ist, weil so pusht man immer sein Bonn und sich selbst Woche für Woche. Aber ich sage, Konkurrenzdenken ist da sehr wenig, weil es trotzdem, man weiß, es geht um eine Unterhaltungssendung, es macht einfach so viel Spaß auch, die gemeinsame Zeit nachher, wo man sich trifft im Pausenraum oder das Plaudern und dass man sagt, die steht da einfach im Vordergrund, dass man gemeinsam eine schöne Zeit hat. Aber natürlich, jeder für sich persönlich ist sehr ehrgeizig. Das ist auch richtig so. Sag, was war dazu bisher der schönste Moment bei Dancing Star? Außer diese sehr emotionale Sieg damals 2017, den wir ja alle sicherlich in Erinnerung haben. Was war so etwas, wo du sagst, das war ein super Moment? Also für mich die Staffel eindeutig, wo ich mit Marco gemeinsam passt habe. Er sagt, das war der Marco und ich, wir haben uns einfach von Anfang an extrem gut verstanden. Wir haben super Harmonie gehabt und ich sage, das ist auch wirklich spannend. Ich glaube, deswegen sind wir jetzt in der Beziehung auch so harmonisch, weil wir uns in einer Extremsituation kennengelernt haben. Und ich sage, gerade gemeinsam tanzen, das ist was, wo man sich einfach verstehen muss, wo man sich riechen können muss, wo man sehr eng ist, Körper an Körper. Und da lernt man den Partner einfach ein bisschen schnell kennen. Und die Staffel war für mich natürlich was ganz was Besonderes. Und tänzerisch jetzt der Sieg war die absolute Krönung. Lass uns jetzt nochmal von Dancing Stars zum Opernball gehen, weil das war ja dann schon auch eine wunderbare Weiterentwicklung, die du da mitgemacht hast. Seit 2019 bist du verantwortlich, du und der Christoph, für die Eröffnungschoreografie für das Jungdamen- und Herrenkomitee. Und es ist jedes Mal so ein atemberaubender Moment bei der Fächer-Polonaise, wenn die da einziehen. Und ich habe mir jetzt nochmal das letzte Jahr angeschaut. Sag mal, was geht da in dir vor, wenn du da vorne stehst und dieses Komitee vor dir reinschweben siehst? Also allein, wenn du das jetzt sagst, ja, dann ist es bei mir so, dass schon wieder so ein Kribbeln hochkommt. Es ist so ein besonderer Moment, das ist fast unbeschreiblich. Mhm. Also es ist eine extreme Anspannung, eine extreme Vorfreude. Und ich versuche immer, dass ich den Moment, also eben die letzten 2 Jahre, dass ich den Moment ganz besonders genieße. Mhm. Wenn man dann vorne steht, sozusagen auf dem kleinen Podest und die jungen Damen und Herren ready sind, dann
ist so und so, so, dass einem das Adrenalin einschießt in den Körper und die nächste halbe Stunde vergeht wie im Film, wie im Flug. Und man hofft einfach, dass die Schritte klappen. Man versucht nur mit kleinen Anweisungen, dass das alles perfekt läuft. Aber der Moment, wenn man eben in den großen Saal reingeht, der ist schon ganz, 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 ganz einzigartig. Du gibst ja nur ganz kleine Bewegungen. Du führst da mit ganz, ganz feiner Feder. Wer sieht das noch? Also gerade für junge Damen und Herren, man muss sich vorstellen, es kommen ja ganz viele Paare aus dem Ausland. Die haben ja mit uns gemeinsam, mit meinem Bruder und mir, eigentlich nur 3 Proben. Das heißt, wir lernen die komplette Choreografie in 3 Proben. Und das ist sehr, sehr knapp berechnet. Man muss da selber als Choreograf am Punkt sein. Man muss genau wissen, was will man von den jungen Damen und Herren, was kann man verlangen, bis zu was für einen Schwierigkeitsgrad kann man gehen. Dass das Ganze dann zu dem Punkt einfach auch die Schwarz-Weiß-Formation perfekt rauskommt. Und die kleinen Anzeichen helfen einfach ganz viel Paare nur, dass man weiß, jetzt geht es wieder weiter. Jetzt geht es rein in die nächste Figur. Jetzt kommt der Rhythmuswechsel. Also gerade da versucht man einfach, dass man bei den schweren Passagen so kleine Brücken mit einer kleinen Handbewegung eben schafft, dass die jungen Damen und Herren eben ein bisschen entspannter nur durch die Choreografie durchkommen. Aber jeder Schritt muss zu dem Zeitpunkt einfach sitzen. Es ist nur noch die kleine Führung. Genau. Sag mal, wie werden eigentlich die Teilnehmerinnen ausgewählt für dieses Komitee? Da gibt es ja immer wieder ganz viele prominenten Kinder, ja, die da mittanzen und eintanzen dürfen. Wonach geht es wirklich? Also es gibt ein Vortanzen in Wien, wo sozusagen aus verschiedenen Bundesländern die Paare vortanzen, wo man dann in einem Komitee eben bestimmt, wer eben mit Linkswalzer wird der Vortanz, wer den Linkswalzer schön tanzen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass sie Paare direkt über Tanzschulen anmelden können, wo die Tanzschule sozusagen dann das Sicherheitszeichen gibt, dieses Paar kann super gut Walzer tanzen. Und aus dem wird dann sozusagen ein Mix gemacht, eben einerseits aus den Paaren aus Österreich, andererseits aus den Paaren aus dem Ausland. Und so entsteht da, finde ich, immer eine irrsinnige schöne Kombination und ist für uns eine gewisse Challenge, die letzten 2 Jahre definitiv gewesen. Ja, also ich sage, gerade als Choreografen ist es so, das ist einfach, das ist das Meisterstück. Also größer wie das geht es nicht. Und da ist auch mein Bruder und mir die Verantwortung sehr bewusst. Wir schauen da, dass wir im Vorfeld sehr gut überlegen, was kann man derzeit eben schaffen. Wenn man natürlich die jungen Damen und Herren überfordert, ist es zum Schluss so, dass einfach die Muster und das Schwarz-Weiß, der Kontrast nicht so schön rauskommt. Drum ist die Vorbereitung eigentlich beim Opernball das Allerwichtigste, weil eben die Proben sind mit zwischen 6 und 7 Proben ist das Ganze erledigt und das ist irrsinnig wenig für die Masse an Paaren. Und wann startet ihr mit der Probe? Wirklich erst circa 1 bis 2 Monate vorher starten wir mit den Proben und dann ist das alles in ganz kurzer Zeit irrsinnig intensiv und eben die letzte Woche vorher, das weiß man oft auch gar nicht, kommen erst die Paare, eben die internationalen Paare dazu, weil von denen kann man natürlich nicht verlangen, sie müssen einen Monat vorher anreisen. Das heißt, sie reisen dann meistens am Freitag an und eben dann Mittwoch, Donnerstag ist schon Opernball. Also das ist dann wirklich alles sehr kompakt, sehr intensiv, in kurzer Zeit, da hat man dann einmal einen Tag 6 Stunden Training, dass natürlich das alles dann perfekt im Körper verarbeitet ist und ist eine sehr spannende Aufgabe. Wer führt denn genau genommen das Zepter beim Opernball? Ist das jetzt, bisher war es die Organisatorin, die Maria Großbauer, oder ist das Staatsoperndirektor Dominik Mayer, der jetzt auch weggeht? Wer führt wirklich das Zepter? Wem bist du verantwortlich? Also ich sage, das ist auch ein großes Miteinander. Es ist natürlich so, dass der Herr Direktor hat immer das letzte Wort, er trifft da ganz viele Entscheidungen. Und gerade auch, wie es die letzten 2 Jahre war, ist zum Beispiel die Musik immer von der Maria Großbauer eben vorgeschlagen worden. Und wie der nächste Opernball ausschaut, weiß man ja noch nicht, nachdem es ja da ganz viel Wechsel gibt. Aber ich sage, gerade bei einem Ball ist es ja immer so, dass das ein Zusammenarbeiten von verschiedenen Personen ganz wichtig ist und notwendig ist, dass dann im Endeffekt ein wunderschönes, großes Ganzes einfach rauskommt. Und gerade auch da ist auch immer das Abstimmen und die Absprache das ganz was Wichtiges. Aber choreografisch von den Schritten haben da mein Bruder und ich komplett freie Hand und dürfen da den
Damen und Herren eigentlich genau das lernen, was wir zu Hause in unserer Tanzschule in Wels lernen. Ja, also dieses Schachbrettmuster vom letzten Jahr ist mir noch in Erinnerung. Das war großartig. Ja. Danke sehr. Dürfen wir uns wieder auf eure Choreografie auch beim nächsten Opernball freuen? Das wissen wir noch nicht. Also ich glaube, bin mir selber noch nicht sicher, wie weit überhaupt die Vorbereitungen schon sind für einen Opernball. Und haben wir selbst noch keine Informationen, das heißt, das steht noch in den Sternen. Aber was schon läuft und wo du uns noch was erzählen kannst, ist dein neues Bewegungsprogramm, dieses Le Move, wo du so gesehen die Tanzschritte und auch die Lebenslust an den Büroschreibtisch bringst. Wie hast du das angelegt? Ja, also es ist auch für uns natürlich die letzte Zeit, wo oft Lockdown war, wo wir auch in der Tanzschule eben 7 Monate behördlich geschlossen waren, muss man erfinderisch werden. Und durch eine gewisse Brigitte sind wir da auf eine Idee gekommen, wo wir dann gesagt haben, wieso nicht, wir finden es echt eine coole Sache und wir schauen, dass wir das in der Firma umsetzen. Und es hat uns dann selber einfach so viel Spaß gemacht, die ganze Vorbereitung und einfach auch das neue Projekt in eher einer sehr schwierigen Zeit, wo wir gesagt haben, wir können da unser komplettes Herzblut und unsere Leidenschaft reinstecken. Mhm. Und das ist jetzt im Endeffekt was Großes daraus entstanden. Es sind 20 Minuten von Montag bis Donnerstag, die man mit mir gemeinsam tänzerisch verbringen kann. Live, genau. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass es vom Tänzerischen her so ist, dass man keine Vorkenntnisse braucht. Man kann sozusagen direkt, egal ob am Laptop, ob am Stand-PC, ob am Handy, man kann sich direkt live dazuschalten und kann immer von Montag bis Donnerstag von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr mit mir gemeinsam das Tanzbein schwingen. Direkt, es sind immer die Schritte so konzipiert, dass man direkt mittanzen kann. Und es gibt auch jede Woche eben einen eigenen Tanz, also es steht immer unter dem Fokus von einem anderen Tanz, mhm. Und eben auch immer ein kurzes Warm-up und ein kurzes Cool-down, wo wir einmal schauen, dass man die eigene Körpermitte spürt, das eigene Körperzentrum, Körperlinie, Schultern, Fokus auf Brustkorb öffnen, Haltung, die eigene Atmung spüren. Also es geht da ganz viel um die eigene Aktivierung des Körpers und einfach um die Auszeit vom Alltag, egal ob im beruflichen oder im privaten. Und es geht um ganz viel Lebensfreude. Also das war ja so die Grundidee, wo ich gesagt habe, es gehört Lebensfreude rein jetzt. Genau. An die 30 Minuten Power und Vollgas. Ja, genau. Bei Le Move kann ja jeder sich anmelden auf eurer Homepage. Was ist denn so euer nächstes Projekt jetzt? Gibt es da etwas, was du noch verraten magst? Also natürlich im Herbst ist bei uns, schauen wir, dass wir durch eine gute Tanzschulsaison kommen. Ja, also wir hoffen, dass wir in der Tanzschule lang offen bleiben und dass einfach da wieder ein irrsinnig schönes Miteinander ist und wir ganz viele Kundinnen und Kunden da uns wieder persönlich in der Tanzschule begrüßen dürfen. Und ab 24. September, Dancing Stars ist im Herbst persönlich ein absolutes Highlight von mir und auf die Position freue ich mich schon sehr. Es ist ganz viel Vorfreude da, aber auch ein gewisser Respekt. Also ich würde da mit ganz viel Fairness und einfach tänzerischem Wissen an die Sache rangehen und es ist für mich ganz, ganz, ganz spannend, da einfach die Seite zu wechseln von Profi-Tanzen eben auf das Platzerl in der Jury. Das heißt, du weißt aber noch gar nicht, mit wem du tanzen wirst. Doch. Bei Dancing Stars? Ja, bei Dancing Stars. Nein, da, in dem Fall sitzt ja in der Jury, da gibt es keinen Tanzpartner. Da bewerte ich die Tanzpartner. Ah, du gehst in die Jury. Ja, jetzt. Ja, genau. Ja, klar. Genau. Großartig. Das ist doch ein schöner Schritt. Ja? Ein ganz, genau. Ganz schöner Schritt nach vorne. Zum Schluss. Was rätst du einer Frau am Parkett? Einer Frau am Parkett? Frau wird von einem Mann aufgefordert, mit ihm aufs Parkett zu gehen. Also sie erstens mal überraschen lassen, was passiert. Sich bis zu einem gewissen Grad entspannt zurücklehnen und den Tanz genießen und natürlich immer selbst die Haltung zu bewahren. Haltung bewahren. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Maria. Ich danke dir sehr für diese Mittagsstunde. Sehr gerne. Deine Lebendigkeit, es ist so wunderbar, von deiner Lebendigkeit anstecken zu lassen.